Hallo und herzlich willkommen beim Zimmerduell Folge 2. Heute hier in der WG unserer beiden Spieler Moritz Karliczek und Fred Nagel. Herzlich willkommen. Darf ich dann ja sagen, weil ich bin ja bei euch zu Gast. Auf jeden Fall. Ja. Und wir fangen dann gleich mal an. Wer von euch kocht besser? Gott, das ist eine Scheißfrage. Okay. Da kann man gar nicht auf Konfrontation gehen, ja, das ist unmöglich. Das wäre. Wer ruft häufiger die Freundin an? Können wir auch machen, wer wird häufiger angerufen? Okay, wir ändern die Frage, wer telefoniert häufiger mit der Freundin? In letzter Zeit, ja. Ja, gut, letzter Zeit habe ich einen Nachteil. Die letzten 3 Monate. Aber sonst würde ich schon sagen, eher du. Ja. Wer ist der Klügere? Oh, das ist eine miese Frage. Ach ja, ich denke, da gibt es nur eins. Alter, der nimmt eiskalt sich selber. Allein aus dem Prinzip nehme ich mich, Alter. Da gibt's keinen Punkt für. Oh, oh, oh. Wer braucht mehr Schlaf? Hab man ja gerade schon gesehen. Bin nicht so nachtaktiv. Wer isst mehr Lebkuchen? Moritz muss sich entscheiden. Ja, gut. Für den Punkt, für den Punkt. Ich habe erstmal uns beide gehalten. Ja, das ist eine eindeutige Sache. Aber ich kaufe nur die große Packung, weißt du? Deswegen. Wer wird in der Stadt eher erkannt? Eindeutig. Dann verstehe ich halt auch einfach mehr. Ja, und du bist größer. Fällt's mir auf. Ne? Sollen wir das auch mal so machen? Wer ist der größere Morgenmuffel? Oh! Hammerschwere Frage! Das muss ein Unentschieden gehen. Könnte ich das nicht entscheiden? Es ist mal so, aber ich will fair bleiben. Meine Stimmung am Morgen. Okay. Alter, das ist nur so abartig. Wer ist pünktlicher? Von uns beiden. Das war schon echt. Hast du dich gedacht? Ja, genau! Alter, die Hälfte der Termine, Moritz, wir müssen los! Oh, was? Wirklich? Oh, ja, okay. Echt pünktlich, ja. Einer ist euch noch. Ich erinnere an. An, ja, jetzt bin ich gespannt. An Mittwoch, letzten Früh. Wo musst du da hin? Ins Training. Ja, ja. Die 5 Minuten. Richtig. Ja, okay, ich habe nur Wäsche aufgehört. Argumentativ richtig. Okay, noch ein Beispiel. Ja, wer ist heute nicht aufgestanden? Ja, du warst ja schon da. Ich war schon da, ja. Wer ist häufiger in der Heimat? Das ist mir wirklich. Wer hat den härteren Schlag? Ihr habt 5 von 10 Punkten.
Seid ihr zufrieden? Trenkler und Crosser waren deutlich besser. Trenkler und Crosser sind ja auch überhaupt nicht auf Konfrontation. Ne? Ja, ich denke, nicht so ein großes Ego. Ne? Also waren es auch echt schwere Fragen. Also wer ist ein größerer Morgenmuffel? Wir schaffen es morgens 2 Stunden nicht miteinander zu reden. Okay, aber sonst kommt ihr gut aus in der WG so. Ja. Wir spielen jetzt eigentlich nur. Nee. Sehr, sehr gut. Ja, perfekt.